Ja, hallo zu einem Webcast über 7 Schritte zur besseren User Story. Ich habe den schon lange vorbereitet und habe jetzt speziell in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darauf geachtet, was die häufigsten Fehler sind und habe das jetzt eben hier mal zusammengeführt und ich möchte mit Punkt 1 anfangen, der mir ganz besonders am Herzen liegt, und zwar Start with Why. Ich habe festgestellt, dass häufig einfach falsche Anforderungen umgesetzt werden, weil nicht ganz klar ist, warum das überhaupt gemacht wird. Und wenn man dem Warum gefolgt wäre, dann hätte man festgestellt, dass das Problem eigentlich ein ganz anderes ist. Und der typische Fall ist so, man formuliert das Was im Prinzip um und kommt dadurch zum Warum. Ja? Aber es bleibt halt trotzdem nur das Was. Ja? Also wenn man beispielsweise sagt, ich möchte einen Link, damit ich gleich zur Kontaktseite komme. Also das Warum sein. Aber die Frage ist doch, warum möchte ich an dieser Stelle zur Kontaktseite? Oder warum möchte der Anwender, der Besucher der Webseite, an dieser Stelle zur Kontaktseite kommen? Und wenn man sich da keine Gedanken richtig drüber macht, dann wird man häufig Sachen umsetzen, die eigentlich, ja, ich will nicht ganz sagen wertlos, aber man kann viel Zeit verplempern mit Sachen, die man eigentlich gar nicht so gebraucht hätte. Ja? Und das eigentliche Problem ist dann immer noch nicht behoben. Und deshalb mein Vorschlag, fragt 5-mal warum, ja? Und dann kommt ihr vielleicht an den richtigen Punkt, wo ihr merkt, ah, das ist also der Grund hinten dran. Punkt 2, kleine User Stories. Bin ich persönlich ein ganz großer Fan von. Da ich häufig erlebt habe, dass im Prinzip eine große User Story ziemlich ausgeartet ist, wo man festgestellt hat, die ist ja immer noch nicht abgeschlossen, wo man dann quasi 8 Wochen lang dran beschäftigt war, bis am Schluss das wirklich umgesetzt war, und in der Zwischenzeit waren eigentlich schon so kleine Teilergebnisse fertig, die man hätte veröffentlichen können, im Sinne von eben diesem kontinuierlich kleine Ergebnisse ausliefern. Und damit hat sich im Prinzip das Ganze um 8 Wochen verzögert und die Anwender haben alles gewartet und es kam nichts bei rüber. Ja. Das ist mal so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es sein kann, dass man feststellt, dass ein Teil der User Story nicht so einfach umgesetzt werden kann. Da haben sich eben technische Probleme herauskristallisiert und dann steht man eben vor dem Problem. Dann ist ja im Prinzip die ganze User Story hinfällig. Ja. Wenn man das aber schön fein, granular oder fein geschnitten macht, dann hat man immer noch das Ergebnis der anderen User Stories. Und mir geht es gar nicht so sehr darum, Mikromanagement zu betreiben, sondern wirklich alles, was einen Mehrwert für den Anwender bietet, in separate User Stories zu schreiben. Und wenn man das fein granular macht, dann hat man auch nicht so viel Mehraufwand, wie wenn man alles in eine User Story schreibt, verspreche ich euch, weil bei der großen User Story werdet ihr im Nachhinein nochmal viel dran rumschrauben müssen, werdet viel über Kommentare und Gespräche abhandeln müssen, und bei den kleinen User Stories, die hat man relativ schnell besprochen, die Komplexität rausgenommen, dann macht es auch diese Baby-Step-Entwicklung bei den Entwicklern einfacher. Und ich möchte hier ein Beispiel nennen, die Core-IT-Webseite, an der wir jetzt zum Beispiel gerade dran sind, da war es der Fall, dass wir quasi so eine Instant Contact Box wollten, und da sind relativ viele einzelne Anforderungen drin. Ich zeige das vielleicht gerade mal. Schauen wir mal. Und zwar Core-IT EU, dass man sich das vorstellen kann. Jetzt haben wir das hier umgesetzt, und das ist jetzt quasi der erste Stand. Ja? Da hatten die Kollegen es relativ ausgiebig formuliert mit vielen, aus meiner Sicht eben mehreren Wünschen, und das ist jetzt dieser kleinste gemeinsame Nenner erstmal, mit dem wir gestartet haben. Wir wollten, dass wenn man hier draufklickt, das kennt man von dem Facebook Messenger auf dem Android-Gerät, dass eben hier solche Kontakte angezeigt werden, und wenn ich dann auf einen draufklicke, dann geht die Visitenkarte, dann kann ich die Visitenkarte runterladen. Ja? Und der zweite Punkt, den wir implementieren werden, ist, dass wenn man draufklickt, dass dann quasi die komplette Kontaktinformationen angezeigt werden, wie man es zum Beispiel von WhatsApp kennt, ja, also quasi so eine Art Profil. Und der dritte Schritt wäre dann, dass man hier unten eine Suchbox hat, wo man dann filtern kann, zum Beispiel kann man dann nach Position suchen oder nach Fähigkeiten suchen,
Und der vierte Schritt wäre dann beispielsweise, dass dieser Button hier unten oder dieser Toggle quasi komplett über die Seite gezogen werden kann, auch auf Mobilgeräten und so weiter und so fort. Und jedes dieser Anforderungen bietet einfach einen Mehrwert. Und deshalb haben wir daraus einzelne User Stories gemacht. Und noch ein Beispiel war für ein Grid, also für eine Tabelle in der Oberfläche im ERP-System. Und da sollten mehrere Spalten hinzukommen. Und der Product Owner hat da alle Spalten, die hinzukommen sollten, als eine User Story gemacht. Jedoch waren es völlig unterschiedliche Spalten, also im Sinne von der Fachlichkeit, wie sich die Inhalte davon berechnen. Und gerade bei einer Spalte hat sich dann herausgestellt, dass das so problemlos nicht möglich ist. Und ja, damit war ja so gesehen dann auch wieder die User Story nicht fertig umzusetzen. Es gibt halt nur eine Definition of Done, ja. Und da haben wir dann eben in der Reflexion gesehen, dass man sowas künftig in mehrere User Stories packen soll. Da ist natürlich dann auch ein bisschen der Entwickler gefragt, der dem Product Owner zurückmeldet: Oh, übrigens, da würde ich dir vorschlagen, mach's auf jeden Fall in zwei. Und in dem Fall war es auch tatsächlich so, dass die anderen Spalten schon einen deutlichen Mehrwert brachten. Ja, und dann hat man da im Nachhinein quasi mehrere User Stories draus gemacht. Priorisierung. Ich sehe immer wieder, dass User Stories falsch priorisiert sind und damit macht man sich das Leben auch ein bisschen schwer, weil das, was die Anwender wirklich wollen, kommt ja nicht bei denen an. Die regen sich auf, dass sie ihre Ergebnisse nicht haben, wenn sie was zurückmelden oder dass sie noch nicht die Änderungen drin haben. Und dann sind aber Sachen umgesetzt, die eigentlich nur relativ wenigen was bringen. Und mal eine Frage einfach so, wo jeder so mal ein bisschen schauen kann. Oh, ja, könnte ja sein, ne? Und die Frage wäre, muss die Priorität normal als Standard verwendet werden? Oder kann man sagen, im Prinzip, es ist immer, wie haben wir es bei uns genannt? Nicht normal, wir hatten, gerade mal überlegen, also quasi niedrige Priorität. Ja? Jede User Story ist per Definition zuallererst niedrige Priorität. Und es muss Gründe geben, warum sie normal eingestuft werden sollte. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück, warum niedrig und normal. Und der nächste Punkt ist dann zum Beispiel Showstopper und Critical. Ja, was sind die Definitionen dafür, dass eine User Story als Critical eingestuft wird? Weil ich habe schon User Stories im Backlog gehabt oder auch im Sprint gehabt, die wurden als Critical eingestuft. Und als wir darüber gesprochen haben, kam eben raus, dass dieses Problem schon seit 6 Monaten besteht und dann kann es nicht mehr critical sein, weil sie sind 6 Monate damit klargekommen. Ja? Und da braucht es klare Definitionen, die würde ich im Wiki festhalten, wann etwas zum Beispiel critical ist oder Showstopper und was in solchen Fällen auch gemacht werden muss. Bei Showstopper beispielsweise legt jeder Entwickler seine Arbeit nieder und es wird sich um dieses Problem gekümmert. Jetzt zurück, warum man noch auf die Geschichte normal und niedrige Prio, Entschuldigung, Korrektur, das kommt in Schritt 7 nochmal, also das kurz im Hinterkopf behalten, niedrig und normal, obsolet und deferred, oder obsolet und deferred, beispielsweise, da ist auch festzuhalten, was mit denen passiert oder wann eben eine User Story obsolet oder deferred ist. Dass man da sich Gedanken zu macht. Also, wir haben das häufiger, wo wir sagen: Okay, das müssen wir machen, das stellen wir jetzt aber zurück, weil dafür müssten wir, was weiß ich, ein Subsystem angehen. Ja? Und dann geben wir dem Ganzen Deferred und dann kann man zum Beispiel sich hinterlegen, dass einmal im Monat alle Deferred User Stories durchgeprüft werden, was denn da jetzt aktuell Stand der Dinge ist. Ja? Dann Akzeptanzkriterien. Ich würde keine User Story, also als Team, ja, würde ich keine User Story annehmen, die nicht Akzeptanzkriterien hat. Ganz einfach. Ja. Definition of Ready. Ich persönlich bin immer ein Fan, wenn man es 1:1 zu den Akzeptanztests macht. Natürlich macht es nicht immer Sinn, ja, aber häufig kann man wirklich sagen, die Akzeptanzkriterien sind zu groß und die kann man kleiner schneiden oder in einzelne Akzeptanzkriterien übertragen. Ja. Da würde ich auch mal drauf achten, ein bisschen. Die Akzeptanzkriterien idealerweise mit W-Fragen, also warum, wieso, was braucht es noch, wofür braucht es noch, wer macht es. Das Warum ist übrigens Quatsch gewesen, das ist natürlich bei der User Story schon die Frage. Aber was genau, wer hat damit zu tun und so weiter und so weiter. Also lauter W-Fragen einfach mal stellen und dann kommt man eigentlich schnell zu den Akzeptanzkriterien.
In der Regel beziehen sich diese W-Fragen auf die Nomen und Verben. Ja, und dann würde ich vorschlagen, mit Wenn-Dann-Formulierungen zu arbeiten. Also wenn ich mich auf der Seite eingeloggt habe, dann soll ich als erstes das Profil, mein eigenes Profil sehen, ja, als Beispiel. Und die Akzeptanzkriterien sind aus diesem CCC, also Card Conversation Confirmation, sind die Akzeptanzkriterien, also die Confirmation. Ja, das wird auch immer so ein bisschen vergessen, dass es eh quasi in Scrum formuliert ist, ja, dass man sowas machen soll. Und Definition of Done ist hier natürlich entscheidend. Und da vielleicht mal auch wieder was zum Nachdenken. Wir persönlich haben für uns noch einen weiteren Status eingeführt, Closed. Die Entwickler setzen auf Done, wenn sie aus ihrer Sicht fertig sind. Und der Product Owner nimmt dann nochmal ab und setzt es auf Closed. Beziehungsweise, wenn es nicht fertig ist, auf Reopened. Und zum Beispiel hat dann der Product Owner im Issue Tracking eine Startseite, eine Startansicht. Da hat er nur eine Abfrage drauf. Da steht im Prinzip alles, was auf Done ist. Und das muss er dann abarbeiten, ja, damit er möglichst schnell diese Rückmeldung kommt. Und ein Beispiel für Akzeptanzkriterien vielleicht noch. Habe jetzt mal von der Webseite geklaut, da fand ich es eigentlich recht gut formuliert. Guck mal, ob ich das Ganze größer machen kann. Schauen wir mal. So sieht man es vielleicht besser. Also so ein typischer Fall ist, wenn es um die Anzeige geht, was alles da angezeigt werden soll. Profildaten müssen aus den Feldern Vornamen, Familiennamen, Künstlernamen bestehen. Und dann haben wir hier zum Beispiel sogar regulärer Ausdruck. Das kann man jetzt natürlich vom Product Owner nicht ganz erwarten. Der kann einem das dann ja vielleicht formulieren. Und der Entwickler schreibt es in Form von einem regulären Ausdruck. Oder wenn die Funktion Speichern nicht ausgeführt werden kann, dann muss dem Nutzer eine entsprechende Begründung angezeigt werden. Also haben wir wieder diese Wenn-Dann-Formulierung. Ja. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das kann einen Unterschied zwischen guten und schlechten Ergebnissen durchaus ausmachen. Schätzungen. Einer der größten Fehler, Fehlerquellen, muss man eigentlich sagen. Weil hier Schätzungen abgegeben werden, die am Schluss komplett abseits von dem liegen, wie es dann tatsächlich war. Und zwar sollten immer Verhältnisse geschätzt werden. Ist wesentlich einfacher. Kann man ganz einfach nachvollziehen, indem man mal, was weiß ich, irgendwo auf einer großen Wiese steht und dann mal wird gefragt, wie weit ist zum Beispiel ein Zaun, ja, entfernt auf dieser großen Wiese. Wenn man keine Referenzpunkte hat, wird es einem richtig schwer fallen, da eine entsprechende Schätzung abzugeben. Wenn ich jetzt allerdings ein Auto noch neben mir stehen habe, kann ich sagen, ja gut, okay, das ist ungefähr 20 Mal das Auto. Und ein Auto ist im Schnitt, sagen wir jetzt mal, 2,50 Meter lang. Ich weiß jetzt auch nicht, wie durchschnittlich das Auto lang ist, ne? Und kann mir deshalb das ausrechnen. Und da bieten sich immer solche Referenzstories an, zumindest haben wir das für uns gemacht. Das heißt, wir haben so ein paar Stories, eine mit einem Storypoint, eine mit 5, eine mit 13, die jeder Entwickler kennt. Ja, und das kann man als Referenz nehmen und generell kann man dann nochmal beim Sprint Planning die User Stories, die da sind, auch so ein bisschen ins Verhältnis stellen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man in Wiki sich so Referenzstories festgehalten hat, die man immer so als Grundlage nimmt, ja, so quasi genormte User Stories. Und generell hilft natürlich Pessimismus, ja, lieber pessimistischer schätzen. Ja. Ich habe es noch nie erlebt, dass wenn man optimistisch geschätzt hat, es nicht in die Hose ging. Gab es noch nie also in meiner Laufbahn. Dann die Unterscheidung User Story und andere Backlog-Item-Typen. Sehe ich auch ganz häufig, da wird eigentlich zu allem User Story gesagt, was aber gar nicht stimmt, ja, weil eine User Story ist immer was, was auch für den User einen Anwendungsfall darstellt, sprich, was er quasi machen kann. Ja. Also fragt euch immer, das, was ihr da gerade formuliert, hat es wirklich was mit dem User zu tun, dass der dadurch etwas mit dem Produkt, das ihr entwickelt, machen kann? Also beispielsweise ein neuer Button zum Klicken oder so. Oder ist es was ganz anderes, zum Beispiel eine Evaluationsstory, die man durchaus schreiben kann, ja, wenn man zum Thema quasi erstmal eine Evaluierung durchführen will, zum Beispiel wegen einem neuen Test-Framework oder ja, zum Beispiel so ein Google-Tool, was prüft, bei welchen Ergebnissen man landet. Dann kann man da quasi was evaluieren und am Ende vom Sprint stellt man dann das Ergebnis der Evaluation vor. Oder ein Bug ist auch so ein typisches Beispiel, ja, wo dann als User Story formuliert wird.
Einfach da die Abgrenzungen machen. So, und jetzt als letzter Punkt, ich bin jetzt relativ schnell durchgegangen, ich möchte nicht länger als 15 Minuten eigentlich Videos machen, deshalb spreche ich da einfach ein bisschen schneller. Product Backlog, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Priorisierungsgeschichte, die wir anfangs hatten. Das Product Backlog ist keine Müllhalde. Was meine ich damit? Es ist ja schon mal gut, dass wenn man miteinander spricht und da logischerweise Ergebnisse rauskommen, dass man sie festhält. Ja, viele halten die gar nicht fest, verplempern also im Prinzip ihre Zeit, weil spätestens nach einer Woche kriegt man es nicht mehr hundertprozentig rekonstruiert. Nach einem Monat kriegt man es nahezu gar nicht mehr rekonstruiert. Und von daher finde ich schon mal gut, wenn die Leute überhaupt hergehen und es in irgendeiner Form festhalten. Was ich aber nicht empfehlen würde, wäre wirklich alles in User Stories festzuhalten oder eben in Backlog-Items festzuhalten. Weil das wäre dann einfach nur noch zu einer Müllhalde und für den Product Owner, der verliert früher oder später die Übersicht. Und er muss, wenn er zum Beispiel dann Planungen durchführt, muss er immer plötzlich über ganz viele User Stories drüber, die da einfach drin rumliegen. Und da geht einfach viel Zeit mit verloren, die der Product Owner quasi eigentlich in Gesprächen mit den Anwendern verbringen sollte. Ja, wenn ihr sowas braucht, dann schreibt es ins Wiki oder macht ein Trello-Board auf oder was weiß ich was. Aber macht nicht für alles Backlog-Items. Und ich empfehle da immer die regelmäßige Überprüfung, indem man eine Auswertung über sein Backlog macht, wenn man das in digitaler Form hat. Wie viele neue User Stories werden pro Tag geschrieben und wie viele werden pro Tag abgeschlossen? Ja, und ich habe dann schon Ergebnisse rausbekommen, dass zum Beispiel viermal so viele User Stories im Jahr geschrieben werden oder Backlog-Items im Jahr geschrieben werden, wie eigentlich abgeschlossen werden. Ja. Das heißt, nach einem Jahr könnte man im Prinzip mal aufhören, User Stories zu schreiben und die nächsten 4 Jahre nur entwickeln. Und das bringt keinem was. Das vergeudet extrem viel Zeit. Allein schon die Zeit vom Product Owner. Ich habe dann auch Argumente gehört, wie ja, wir wollen das dann aus dem Kopf haben, dann wollen wir es mal eintragen, dass wenn wir dazu kommen, dass wir das quasi einsammeln können. Das sind valide Argumente, ja. Aber wie gesagt, nutzt dann andere Systeme. Und die Frage ist wirklich, ob man das immer da eintragen oder ob das alles quasi vorkommt, ob man quasi sagt, ja, das machen wir irgendwann mal. Ja, das irgendwann kommt dann nie, beziehungsweise bis dann hat sich ohnehin wieder die ganze Grundlage geändert und dann setzt man es so nicht um. Dann hat man wirklich Zeit damit verbracht, Sachen festzuhalten, Sachen zu besprechen, die überhaupt nie umgesetzt werden. Ja, das ist verbrannte Zeit. Und deshalb finde ich diese Priorisierung so elementar, dass man sagt, okay, zunächst einmal ist alles auf niedrige Priorität. Und nur bei bestimmten Gründen wird es auf Normal oder auf Major oder auf was weiß ich was gesagt, gesetzt. Und ja, also da würde ich drauf achten, weil schon schwer das Product Backlog zur Müllhalde. Und das kostet wirklich viel Zeit. Und somit hat man quasi die Pflicht, dass quasi das Produkt möglichst gut wird. Kann der Product Owner gar nicht mehr so richtig nachkommen, weil er eigentlich nur noch mit beschäftigt ist, unnötige Dinge festzuhalten und über Dinge zu sprechen, die eigentlich vielleicht nie umgesetzt werden. Ja. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback nehme ich gern entgegen. Ich habe jetzt hier schon mit dem neuen Logo, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich bin jetzt Geschäftsführer in einem IT-Startup und deswegen werde ich jetzt öfters einfach mal hier drauf aufmerksam machen, aber es ist weiterhin mein privater Blog und ihr könnt mich einfach problemlos anschreiben über alle Kanäle. In meinem YouTube-Channel oder Blog sind die in der Regel auch verlinkt. Ja, und über Feedback freue ich mich wie immer.